So, ratet mal, wer es früher in der Schule sich selbst Entschuldigungen geschrieben hat, damit man beim Sport nicht mitmachen muss. Wer kennt es nicht? Oder man hat einfach morgens der Mutti gesagt, ach du, ich kann heute keinen Sport mitmachen, ich habe irgendwie so Kopfschmerzen, aber du willst doch nicht, dass ich Mathe verpasse. Schreib mal einen Zettel und dann gab es da zwei Möglichkeiten. Es gab zwei Arten von Lehrer. Die einen Lehrer hatten gesagt, ja, wenn Sport in den letzten zwei Stunden war, dann kannst du nach Hause gehen. Und dann gab es aber auch die fiesen Lehrer, die gesagt haben, nö, du musst zugucken. Weil es ist ja Unterrichtszeit, wobei das totaler Mumpitz ist, weil was verpasst man da? Also Sport. Und bei mir war das so, eine Sportart, die ich nie groß kapiert habe, die aber irgendwie gefühlt 90% meiner Schulsportzeit ausgemacht haben. Schulsportzeit, nennt man das so? Keine Ahnung. Das ist Fußball. Und in echt Fußball zu spielen, ist schon kompliziert. Ist für mich viel zu kompliziert, obwohl ich einen IQ von 210 habe. Und aber dann auch noch auf der Switch zu spielen, weil wir nämlich, wie man schon gesehen hat, wir haben hier die ganze Mannschaft uns aussuchen können. Und natürlich wollte ich Knuckles in meiner Mannschaft haben und Tails für die Tails-Fans. Grüße gehen raus an die Tails-Fans. Und wir müssen aber natürlich immer einen anderen Charakter spielen, wenn gerade der Ball und ich habe große Schwierigkeiten zu erkennen, wer ist denn jetzt eigentlich gerade am Ball und wer ist jetzt gerade da und dieses Gewusel. Und das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht die Anzahl von Spielern, die normalerweise ein Fußballspiel sind. Normalerweise sind es ja 11 Spieler pro Mannschaft oder pro Frauschaft oder wie darf man das heutzutage nennen? Pro Team. Ja. Dr. Eggman spielt auch mit. Ja, oh, yes, das, nee. Dieses kleine Köpfchen und dieser riesige Bauch. Na, egal. Aber wie gesagt, ich bin, wenn es eine Sportart gibt, in der ich richtig schlecht war, im Sportunterricht, ja, ich habe früher auch Fußball gespielt, aber privat, zum Spaß, eher weniger, obwohl ich auch einen Fußball hatte. Aber in der Schule, das war natürlich ganz übel und 1-0 für... Nee, 1-1. Och nee, es ist schon ein Tor gefallen. 1-1. Jawohl, Knuckles. Hat Knuckles das Tor geschossen? Jawohl. Knuckles, knocke mir ein. Hat das Tor geschossen für unsere Mannschaft, für unser Team. Wenn ich jetzt wieder nochmal Mannschaft sage, aus Versehen lasse ich es gerade stehen, weil es ist mir jetzt egal. Wo war ich stehen geblieben? Ja, hier sind die Spielerpositionen. Irgendwie Anstoß. Ja, also Fußball hat mir nie groß Spaß gemacht. Das bedeutet, oh, Superschuss von Donkey Kong. Und aber prima gehalten, weil das wäre ja in unser Tor gegangen. Spaß hätte es mir schon gemacht, aber wenn man eben mit anderen Mitschülern spielt, die eben auch privat Fußball, also vereinsmäßig Fußball spielen, und Fußball ist sowieso etwas wie eine Weltreligion und ein Heiligtum, dann hat man eigentlich schon als Computerfreak, der sich gerne Science-Fiction-Filme anguckt, schon verloren. Und dann ratet mal, wer einsam und verlassen auf dem Platz gestanden ist und eigentlich gar nicht mitgespielt hat, weil er den Ball nie bekommen hat. Ja, der gute Kipp. Und wem war das völlig ups egal und hat die, wo eh schon in den Fußballverein waren und eigentlich schon Fußball spielen konnten, noch mehr gefördert und angefeuert und noch mehr richtig die Sportlehrer. Und zwar in jeder Schule. In der weiterführenden Schule dann nicht mehr, weil da waren ja verschiedene Klassen aus, also Mitschüler aus verschiedenen Ortschaften und nicht nur aus hier, aus dem Heimatdorf, wo jeder jeden kennt. Da war das dann schon ein bisschen anders. Da war der Sportlehrer schon ein bisschen neutraler und fairer. Aber ich hatte immer das Gefühl, und ich hoffe, ich trete jetzt hier niemanden aufs Detail, ja, niemanden auf den Schlips treten. Das ist jetzt nur mein Eindruck, aber ich weiß es nicht, natürlich nicht. Ich will auch niemandem was unterstellen. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass der Sportunterricht, das verlängerte Training für die Fußballspielenden
oder Vereinsfußball spielenden Mitschüler war, hatte ich immer so den Eindruck, weil es gab, ich kann mich an Sportunterrichtsstunden erinnern, wo irgendwie, wo nur Fußball gespielt wurde und es wurde auch nie groß begründet oder groß erklärt, es ist eben Fußball gespielt worden oder da war mal die Sporthalle irgendwie abgeschlossen oder man konnte nicht rein und dann ist man auf den Bolzplatz gegangen. Ja, 2 Stunden Fußball gespielt. Toller Schulunterricht. Super. Und wenn man da natürlich nicht mitmachen konnte oder wollte, man musste ja, aber dann gab es eben schlechte Noten und das fand ich immer ziemlich unfair. Also Sport sollte eigentlich wie jedes andere Fach auch, verschiedene Bereiche anbieten. Und es gab auch Lehrer, wo das gemacht haben. Also es wurde Leichtathletik gemacht, was ich sehr gerne gemacht habe. Oder auch andere Spiele wie Tischtennis oder Volleyball. Aber wie gesagt, zu 90%, gefühlt 90% wurde Fußball gespielt. Weil es gab eigentlich nicht mal eine Handvoll, wo in den Sportvereinen Fußball gespielt haben. Und da hatte ich manchmal schon den Eindruck, die wurden da eher trainiert und wir, also die, wo nicht im Fußballverein waren, mussten da eben mitmachen. Und das ist schon, also das ist so, wie wenn Mathelehrer 10 Monate im Jahr Bruchrechnen macht und die letzten 2 Monate vielleicht noch Prozent rechnen und die, wo eben im Bruchrechnen nicht besonders gut sind, wobei Prozent im Bruch ist fast dasselbe, oder Geometrie, ja, und aber zu 90% Bruchrechnen macht, dann gucken natürlich die dumm aus der Wäsche, die wo im Bruchrechnen nicht gerade dem Schlausten sind. Und dann hat man aber trotzdem eine Note, und wo dann alles aussagen soll. Und das könnte man auf jedes Fach irgendwie ausweiten. Und im Sport hatte ich immer das Gefühl, ja, dass im Sport eigene Gesetze herrschen. Apropos Gesetze, wir haben gerade 30 Grad. Und Humuluswolken, Schäfchenwolken, das heißt, es hoffentlich regnet. So, die Wettergesetze. So, es steht schon 3-1 für die Gegnermannschaft natürlich. Und wie gesagt, ich habe große Probleme mit der Steuerung, große Probleme, den Überblick irgendwie zu haben. Jetzt rollt der Ball hier ins Leere. Das bin gar nicht ich. Das hier, Tails, jetzt bin ich gerade Tails. Jetzt bin ich Sonic und ich renne dahin, aber irgendwie bin ich nicht schnell genug. Ich komme nicht hin und das ist total, ja, nicht schön. So, Nachspielzeit. Und das ist das, was mich aufregt, wenn das Schulsystem so kritisiert wird. Das heißt so, die müssen Mathe und Physik machen und die Kinder müssen in der Schule Sachen lernen, die sie doch später gar nicht brauchen. Es wird über jedes Schulfach wird sich beschwert, aber über den Sportunterricht beschwert sich komischerweise niemand. Als wenn die ganze Nation am liebsten Sport macht. Naja, es ist klar, beim Sport, da werden keine Arbeiten geschrieben, beim Sport ist die Notengebung ein bisschen undurchsichtig. Ein bisschen, ja, ich kann mich an einen Sportlehrer erinnern, der hat tatsächlich Noten gemacht, wie wir Purzelbäume gemacht haben. Und der hat Noten gemacht, wie wir Bälle gekickt haben. Und also total lächerlich. Also jetzt sind wir wieder Sonic, weil natürlich haben wir das Fußballspiel verloren. Es gab irgendwie keine Siegerehrung, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Auf jeden Fall 3-1 oder 4-1 verloren. Und es gibt natürlich noch zum Abschluss ein Traumspiel, Karate-Einzeltraum. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Metal Sonic ist auch dabei. Hier ist er, Metal. Die Daisy ist es, glaube ich. Und Dr. Eggman. Ist es die Daisy? Das steht unten gar nicht dran. Und irgendwie muss man auf diese Plattform drauf und dann darf man sich da prügeln. Oder ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne Dr. Eggman den Gesichtsacker durchpflügen, aber irgendwie, ich komme irgendwie nicht an den dran und hier kämpft irgendwie jeder gegen jeden. Aber wir sind Sonic ist nicht im Vorteil. Er hat 19 Punkte, also ist ganz weit vorne. Metal Sonic, der enttäuscht ein bisschen, und wie viel Dr. Eggman hat, ich stehe da direkt davor. Ach, 2 Punkte. Einer.
Ach, man kann auch Punkte verlieren. Ach, das ist interessant. Das hat bestimmt was mit diesen Symbolen auf dem auf der Plattform zu tun. 51 Punkte für uns. Ja, Sonic räumt richtig ab. So, aber, oh, aber der Metal Sonic, der ist jetzt wieder ein bisschen im Vormarsch. 51 Punkte für 53 Punkte, jawohl. Das sieht nicht schlecht aus. Rumpst, bumps. Lauter Herzen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Wirklich, keine Ahnung. Oh, das, da ist ein Smaragd, den sammle ich natürlich ein. Ach nee, das war gar nicht ich. War das jetzt Metal Sonic? So, jetzt, oh, jetzt aber die Superkraft. Sehr gut, 88 Punkte. Ja, der Metal Sonic, der holt jetzt auch ein bisschen auf, aber das ist nicht mehr aufzuholen. Das sieht nach einem Sieg aus. Ja! Und die Keep-Animation. Ja, jetzt funktioniert sie. Yes! Das sieht nach einem Sieg aus. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich habe irgendwelche Knöpfe gedrückt. So, das war's mit Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, was hattet ihr für Sportunterricht Erfahrungen? Ist es immer noch so, dass zu 90% Fußball gespielt wird? Macht ihr gerne Sport oder findet ihr das gerecht mit den Sportnoten? Wie auch immer, bliblablub, keine Ahnung. Wir sehen uns dann bald wieder. Entweder bei Splatoon oder bei Sonic. Keep Supernova over and out.